Markus Pütterich probt den ersten Versuch für eine Brandszene in einem Film. Sie muss vorher schon geübt werden, damit später echt und gut aussieht. Also das Hauptrisiko ist wie bei dem Feuerstunt gerade, dass ich mir die Haut verbrenne, da wo ich nicht geschützt bin. Eine Flamme kann durchschlupfen und kann die Haut verbrennen. Ein Stuntman lebt gefährlich. Markus erzählt, dass er sich 30% seiner Haut schon einmal verbrannt hat. Blaue Flecken, Zähne zusammenbeißen, das gehört dazu. Er hat sich vieles selber beigebracht. Angefangen hat er mit 20. Sein Vorbild damals, Code Sievers, der Stuntman aus seiner Jugendserie. Du verbrennst dich sicherlich ein paar Mal. Und ja, ist so. Weil wenn dir keiner sagt, was du anziehen sollst, was du für Schutzsachen brauchst, was für Brennflüssigkeiten du nehmen willst oder sollst. Tja, Learning by Doing heißt es. Also ich bin Stuntman geworden, weil mir das gefällt, eine Aktion zu machen, wo die Leute erschrecken, wo sie sagen, oh, jetzt hat er sich wehgetan. Waghalsige Sprünge, verrückte Stunts und Weltrekorde. Einer der Gurus unter den Stuntmen ist Jochen Schweizer. Er war Stuntman aus Leidenschaft. Man verdient als Stuntman zumeist ganz, ganz wenig Geld. Man erlebt aber ganz viel. Zurück zu Markus Pütterich. Bei den Probedrehs für einen Film. So spielend leicht Stunts aussehen mögen, hinter jeder Filmszene steckt harte Arbeit. Also im Wasser zu arbeiten ist das Schwierige dran, dass man zum Beispiel keine Luft mehr kriegt, einen Schock kriegt unter Wasser, dass die Kälte einen einfach nimmer atmet, dass ich Wasser schluck und dann kann ich abdriften, wenn kein Taucher im Wasser ist, findet mich keiner mehr. Stunt-Guru Schweizer, 1997, der entscheidende Sprung seines Lebens. Von 3000 Metern Höhe, um ihn lauter herumkreisende Helikopter und jede Menge Presse. Alle wollen sie Jochen Schweizer dabei zusehen, wie er einen neuen Weltrekord aufstellt. Ein enormer Druck. Da bleibt keine Zeit für romantische Gedanken, sagt der Extremsport-Guru. Gefragt, was in ihm vorging, sagt er nichts. Da gibt es eigentlich kein Zurück. Ja? Also wenn das Auto durch den Obstand gefahren werden muss, dann muss es durch den Obstand gefahren werden und es wird vorbereitet. Und wenn ein Stuntman in so einer Situation sagt, ich fahre das Auto, aber es nicht durch den Obststand, dann war das sein letzter Job und zwar für immer. Zurück am See. Stuntman Markus in einer Prügelszene mit seiner Stuntkollegin Angie Nimbach. Sie haben sich zuvor zwar noch nie gesehen, sollen aber binnen weniger Minuten eine Schlüsselszene für einen Krimi proben. Obwohl Angie ausreichend Schutzkleidung trägt, besteht dennoch das Risiko, sich schwer zu verletzen. Bei diesem Job gehört es einfach dazu, jemanden blind vertrauen zu können. Wir achten im Team selber darauf, dass es dem anderen halt gut geht, dass nichts passiert. Und ich selber weiß, ich kann mich auf mein Team verlassen, egal was wir drehen. Auf der Leinwand ist schon so mancher Stuntman gestorben. Doch im wahren Leben gilt, the show must go on. Der nächste Auftrag wartet.